Guten Morgen hier aus Rijeka. Spezialvideo, Spezialveranstaltung. Ich bin hier eingeladen von der Firma Yard. Die machen hier WM-Tests für das Langstreckenrennen. Machen bis abends in die Nacht rein Longruns im Finstern, nur mit Licht, ohne Flutlicht. Also nur mit Licht am Motorrad. Und ich bin einer der wenigen Kunden von Yard, der hier jetzt fahren darf. Und das ist natürlich eine optimale Gelegenheit, um hier einfach auch mal die Unterschiede von dem Hobbyfahrer zum Profifahrer zu zeigen. Vielen, vielen Dank an die Firma Yard, an das Team Yard und an dich, Mandy, für die Einladung hier auf die Strecke. Das bin ich mega dankbar dafür, die Chance hat man nicht so oft und ich freue mich total auf die nächsten 2 Tage. Das ist mein erstes Mal hier in Rijeka. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich bin noch nie hier gefahren, aber das wird sich hoffentlich in den ersten 2 Turns dann relativ schnell zeigen. Also, kommt's mit, bis später. Schaut es noch gut aus. Guten Morgen. Ja, es schaut super aus. Ja, ehrlich. Ja, das Wetter wird perfekt. Und wenn das um 17 Uhr regnet einmal, dann ist mir das total scheißegal, weil dann ist der Tag sowieso gelaufen. So bei uns nicht stören, oder? Ja, eben. Alter! Ah, also, ich kann euch nur eins sagen, diese Strecke ist, boah, Brock Parks kam rein nach dem ersten 10-ründigen Turn und sagte, this is a track for big balls. Alter, das ist so krass, wirklich, ich bin noch nie hier gefahren, hatte den ersten Turn, war wirklich gruselig, also, ich wusste halt nicht, wo es lang geht. Da hilft das ganze Video anschauen nichts. Und jetzt ist wieder interessant, vom Hobbyfahrer zum Profifahrer. Also ich als Hobbyfahrer hatte halt wirklich die ersten 2 Turns Probleme, überhaupt die Strecke zu lernen. Überhaupt zu wissen, wo es lang geht etc. Marvin, Canepa und Parks gingen raus und ihre erste gezeitete Runde, allererste gezeitete Runde, war eine 1,35. Erste gezeitete Runde. Dann fuhren die weiter und die hatten vielleicht 3-4 Turns maximal und sind jetzt bei einer 1,27 tief stehen geblieben. Heute den ersten Tag hier gefahren. Und das ist der krasse Unterschied. Ich bin jetzt den ganzen Tag gefahren und bin aber mehr gefahren als die Profis und landete jetzt schlussendlich bei einer 1,31,5. Sowas. Okay, mit dem alten Reifen. Also das ist mal wirklich ein extremer Unterschied und du siehst es halt, du hast hier wirklich extrem schnelle Ecken, genauso wie hier. Der Eingang hier auf die Startziel, der ist so schnell, da machst du in Schräglage von
Gang 3 auf 6 und man so ah, pam, 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 pam. So, wirklich so extrem in Schräglage und das Motorrad fängt hier auch wirklich an zu arbeiten und du bist ja dann nicht so sicher, aber letztendlich geht es tatsächlich voll und du hast den Platz, die Kurven machen alle auf, aber du hast halt wenig Vertrauen, weil du es meistens nicht siehst. Also die Strecke ist wirklich sehr, sehr blind. Ich kann gar nicht viel reden, weil ich bin immer noch ganz baff. Okay. So. Okay. Lass mich erklären. Ich kriege jetzt 2 neue Reifen. Bridgestone hinten und vorne. Aber keine käuflichen. Also ich kriege so einen Prototyp zum Testen. Irgendeine neue Mischung. Ich weiß nicht, wann die rauskommt. Ich krieg die für morgen. Die wäre heute komplett irrelevant gewesen. Weil mangelnde Streckenkenntnis, da bringt der beste Reifen nichts. Das wäre schade drum. Aber für morgen, ja. Ja, ja. Es wäre heute eigentlich noch ein Longrun-Test der Jungs gewesen. Im Dunkeln. Aber das haben sie abgeblasen wegen vermutlichem Regenauftritt. Witzigerweise sehe ich nicht einmal eine Wolke, aber es heißt tatsächlich laut Wetterradar, dass es jetzt ab 19 Uhr regnen soll. Und naja, aber wir sind gespannt, was die Profis morgen für Zeiten fahren und vor allem auch ich. Die Veranstaltung hat am zweiten Tag so gar nichts damit zu tun gehabt, als wir das, was wir uns eigentlich vorgestellt haben. Denn in Kroatien bzw. in Rijeka ist sowas von dermaßen die Welt untergegangen. Wie nennen sie das? Keine Ahnung, irgend so ein Sturm hat uns komplett weggeblasen und ich habe kein Material mehr gemacht. Jetzt müssen wir über die Strecke an und für sich noch ein bisschen reden. Da fast wegen einem Tag. Bora. Alter, das war so krass. Das war ja angekündigt, ich habe es erwähnt und es hat nach gar nichts ausgesehen. Und es hat zu dem Zeitpunkt kein Mensch ernst genommen. Dann waren wir Abendessen und dann ging das, ich glaube 20, 21 Uhr, als wenn jemand so einen Schalter einfach umgelegt hätte. Das war der absolute Hammer. Der Wind war so krass, dass ich schlafe am Sprinter und habe oben ein Bett drin, dass ich ich bin um 12 ins Bett, dann habe ich irgendwann ab 1 Uhr angefangen darüber nachzudenken, ob ich eventuell umpacken soll, nicht dass der Sprinter umfällt. Und dann habe ich bis um 3 Uhr morgens darüber nachgedacht und um 3 Uhr morgens habe ich mich dann umgepackt. Weil erst stand ich mit dem Wind zur Seite und ich habe mich dann mit der Front zum Wind gedreht. Ich hatte echt Angst, dass der umfällt. Den hat es einmal schon richtig angehoben. Ich dachte, Alter, buh. Wir haben nächsten Tag bis Mittwoch abgewartet. Ich konnte kein Video mehr machen. Wind war so extrem. Ich hätte alles weggeblasen. Keine Chance. Wirklich null Chance. So, jetzt habe ich natürlich kein Material mehr. Und jetzt habe ich die ganzen Tage überlegt, was zum Kuckuck mache ich jetzt. Erstens, Strecke hat mega Grip. Also wirklich. Mega Grip. Du kannst an Stellen Gas geben, da könntest du an anderen Strecken überhaupt keinen dran denken. Du kannst wirklich extreme Schräglagen fahren und viele Kurven sind erhoben, das heißt so eine Art Steilkurven. Und dann kommt noch dazu, dass die Kurven in der Regel alle aufmachen. Das heißt, die machen nicht irgendwie einen engen Radius, einen Bogen nochmal zu, sondern die machen auf. Und das macht das Ganze natürlich extrem schnell. Aber um von der Rundenzeit her dort schnell zu werden, muss man das erstmal wirklich so realisieren und wissen, dass das funktioniert. Und
Das dauert wirklich ein paar Turns, bis man merkt, okay, ich kann hier tatsächlich schon Vollgas geben. Okay, alles klar. Ich hatte aber ein paar Mal, habe ich trotzdem bei der Strecke Angst ums Vorderrad, weil du bei nicht allen Kurven hineinbremst, sondern es gibt da auch Kurven, zum Beispiel die Kurve 1, 2, 3, 1 ist so ein schneller Knick am Ende der Startziel, die 2 ist dann eine relativ enge Links und die 3 ist, sieht eigentlich genauso eng aus wie die 2, ist aber viel weiter und du kannst, wenn du von der 2 auf die 3 beschleunigst, während dem Beschleunigen schon umlegen auf rechts. Das heißt, du kannst in die Rechtskurve, in die Dreierkurve hinein beschleunigen. Das ist wirklich strange, kenne ich so auf keiner Strecke. Weil normalerweise ist es so, ja, du beschleunigst aus einer Kurve hinaus, bremst hinein in die nächste Kurve, beschleunigst raus und so weiter. Aber da ist es wirklich so, du gehst aus der Zweier raus, beschleunigst aus Linksschräglage und machst von links auf rechts unter Vollgas. Also, und dann bremst du erst so ein bisschen zu tief in der Kurve, fangst dann ein bisschen so zum Bremsen an und dann versuchst du innen reinzukommen und kannst aber dann schon wieder voll anlegen, weil die Kurve nach außen hin gigantisch aufmacht und der Ausgang pervers schnell ist. Also du hast hier wirklich ein paar Stellen, wo du das erstmal raffen musst, dass du da so schnell hineinfahren kannst, weil das im ersten Moment optisch nicht so aussieht. Also wirklich, ich hätte mich so auf den zweiten Tag gefreut mit dem Prototypenreifen, den ich jetzt immer noch drauf habe. Neu natürlich. Und jetzt hoffe ich, dass ich vielleicht am Pannonia-Ring dieses Wochenende dazukomme, die noch zu fahren, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich die am Pannonia-Ring verbraten will. Rijeka ist eine Reise wert. Geile Strecke. Hoffentlich habt ihr keinen Wind. Wir hatten Wind, wir hatten Pech, geile Veranstaltung, danke an Jad. Rijeka habe ich ja, ich habe noch freie Plätze in Rijeka. Ich freue mich ja schon gigantisch, ich bin ja heuer noch ein paar Mal dort. Aber natürlich zum Instruieren. 19. bis 21.07. und 11. bis 13. Oktober bin ich nochmal in Rijeka. Also das heißt, ich bin noch zweimal in Rijeka. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass sich zwei Termine bei mir überschneiden. Okay. Nichtsdestotrotz, das Video ist vorbei.